Wir haben hier einen 2000er T5.1, 80 kW, 254 Newtonmeter. Ja, moin moin meine Elektroumbaufreunde. Heute möchte ich euch mal unseren T5 präsentieren. Wir haben hier einen 2000er T5.1, also noch das alte Modell. Der hatte vorher einen 2,5er Diesel drin, also der große Dieselmotor. Der hat einen Getriebeschaden und bietet sich natürlich so perfekt für einen Elektroumbau an. Ich zeige euch einmal so drumherum, wie das Auto aussieht. Ja, den Innenraum haben wir schon ein bisschen demontiert, aber das gucken wir uns gleich nochmal im Detail an, warum wir das gemacht haben. Dann gucken wir einmal unter die Motorhaube, was wir da schon umgebaut haben. Und dann fahren wir das Ding nochmal auf die Bühne und schauen nochmal von unten. Ja, lass uns nochmal starten. Also das ist ein ganz normaler T5.1 mit zwei Schiebetüren, Multivan. Das war mir wichtig, das soll auch mein Privatauto werden. Sieht jetzt hier ein bisschen wild aus. Warum haben wir den halb auseinandergebaut? Wir brauchen die Gangschalter nicht mehr, da war vorher ein Automatikgetriebe drin. Das haben wir ausgebaut. Da kommt unser Touch-Encoder drauf, also das, was wir im Prinzip fast alle Fahrzeuge bei uns verwenden. Der kommt dann an die alte Stelle. Wichtig ist für mich auch immer, dass man den Tacho ein bisschen anpasst. Deswegen ist der aktuell ausgebaut, den habe ich auf dem Prüfstand gehabt, der funktioniert auch soweit. Da bekommt man eine Tachoscheibe. Wir können euch die mal kurz einblenden, wie die aussieht. Also sehen wir wieder den Ausschlag für die Leistung, einmal wie die Leistung in den Motor reingeht, also aus der Batterie raus und halt andersrum beim Rekuperieren oder beim Laden beispielsweise. Dann hat man alle Anzeigen, die man so braucht. Wir sind nicht ganz sicher, wie wir das mit der Heizung machen, ob wir dann mit dem PTC-Heater das machen oder ob wir das wieder wasserwarm machen, sozusagen wie im Boxster beispielsweise. Genau, gucken wir uns das mal ein bisschen genauer vorne an. So, ich mache mal ein bisschen Licht dazu an, dass es auch so ein bisschen was erkennen, was wir hier machen. Also generell haben wir schon angefangen. Wir zeigen hier mal einen kurzen Timelapse, wie wir den Motor ausgebaut haben. Ja, im Endeffekt war es nichts Besonderes. Der Motor hatte auch schon eine Revision, den konnten wir ganz gut verkaufen. Was das Auto dann relativ preiswert gemacht hat im Endeffekt. Das Getriebe war Schrott, das flog auf den Müll. Und ja, hier sieht man das ein bisschen, wie wir ihn ausgebaut haben. Was wir noch ausgebaut haben, ist der Tank und so ein paar Kleinigkeiten, die man natürlich jetzt nicht mehr braucht. Das gucken wir uns aber nachher auf der Bühne unten an. Genau, kommen wir einmal zu dem Motorraum, wie er jetzt so im Zwischenstand aussieht. Ganz unten drunter, sieht man gerade schlecht, ist der Elektromotor wie der Nissan Leaf, 80 kW, 254 Newtonmeter. Drüber ist der Inverter, dann haben wir hier eine große Platte. Dann diese Einheit hatten wir so noch nicht gezeigt. Das ist ein Tesla Charger Gen 2, also 10 kW, dreiphasig. Funktioniert auch mit unserem Steuergerät. Dann haben wir hier auf der linken Seite, das ist immer wichtig, weil wir hier noch ein T5.1 ohne elektrische Lenkung haben, sondern eine Servolenkung, dass wir hier eine Servopumpe haben, eine elektrische. Die gibt es auch bei uns im Shop oder, also generell alle Teile könnt ihr auch bei uns bestellen, entweder eine E-Mail-Adresse, unsere E-Mail-Adresse, wir blenden die einmal unten ein oder halt auch bei uns im Shop, falls der schon online ist, ich weiß nicht, was jetzt von eins von beiden früher online ist. Dann haben wir hier noch die Unterdruckpumpe, die ist noch nicht fertig montiert. Die gibt es auch bei uns. Das ist eine ganz normale elektrische Unterdruckpumpe für den Bremskraftverstärker. Das sind immer so die klassischen Sachen, wenn man ein neueres Auto umbaut, die man halt auf Elektro haben muss. Das wird normalerweise über den Verbrennungsmotor generiert, den Unterdruck, und über den Riemen wird die Servopumpe angetrieben. Das müssen wir jetzt natürlich ohne Verbrennungsmotor, auch Großserientechnik, das ist kein Thema. Also wie gesagt, ich hatte eben schon über die Heizung gesprochen. Das hier ist ein Tesla-Heater. Hier sind die beiden, die an den Wärmetauscher gehen, die beiden Anschlüsse. Und hier kann man dann einen kleinen Kreislauf aufbauen, um dann auch eine Heizung zu haben. Der hat 5 kW, was relativ groß ist oder relativ viel Leistung hat. So kriegt man den Innenraum relativ schnell warm. Ach so, ja, eine Sache haben wir noch. Einen Moment. Was hier vorne noch reinkommt, ist ein DC-DC-Wandler natürlich. Was ist der DC-DC-Wandler? DC-DC-Wandler ist sozusagen unsere Lichtmaschine. Da wir ja keine Lichtmaschine mehr haben, aber die 12 Volt natürlich immer noch brauchen für unsere Schützen oder für das Auto generell. Das ist ja ein Umbau, der hat ja ein 12 Volt Bordnetz, braucht eine Lichtmaschine. Der macht also aus der Hochvolt, macht der dann die 12 Volt. Wie das näher montiert ist, das zeigen wir im nächsten Video. Da sind wir aktuell bei. Ja gut, dann würde ich sagen, schieben wir den einmal ein bisschen vor und gucken uns das Auto einmal von unten an. Dann können wir uns nochmal anschauen, welche Teile wir wie verbaut haben etc. Ja, dann gucken wir uns das Ganze mal von unten an. Ne? So, damit wir auch irgendwas sehen, mache ich uns auch noch mal ein bisschen Licht. So, los geht's. Ein paar Sachen fehlen schon, das haben wir auf dem Timelapse gesehen. Der ist einmal komplett gestrippt, also normalerweise ist der Tank hier. Und der hatte auch eine Standheizung. Da oben sieht man noch die beiden Leitungen. Das ist natürlich ein schöner Raum, um hier die Batterien im Endeffekt unterzubringen. Wobei der T5 selber ja platzmäßig jetzt nicht der super Bauraum ist, mit vielen Verkantungen und vielen Schläuchen und etc.
Das ist ein bisschen doof. Also im Endeffekt kommen hier dann die Batteriemodule. Da machen wir noch ein separates Video drüber. Das sprengt hier ein bisschen den Rahmen. Gucken wir uns am besten mal das an, was wir schon vorne gemacht haben. Ich mache mal ein bisschen Licht. Also, was sehen wir hier? Das ist hier der normale T5-Rahmen. Rostig wie bei den meisten. Nissan Leaf-Technik, wie ich schon meinte, 80 kW, 250 Newtonmeter. Und dann haben wir hier auf der Seite das Original Nissan-Getriebe. Das ist mit Direct Drive, also wir haben im Prinzip keine Schaltung mehr. Das ist einfach eine einfache Übersetzung. Bis zu 10.000 Umdrehungen vom Nissan-Motor, gehen auf das Getriebe. Ich meine, das hat 8:1 ungefähr. Und dann gehen wir mit den Antriebswellen, da zeige ich euch gleich nochmal was zu. Die stellen wir nur her und gehen dann raus auf die Auto-CV-Joints und treiben dann sozusagen das Auto ganz normal an. Hier drüber, kommt mal rum, Jungs. Hier sieht man einmal den Nissan Leaf Inverter. Der ist oben drüber. Ja, ein bisschen Licht ist auch nicht verkehrt. Und das passt ja eigentlich ganz schön in den T5. Der Motor ist befestigt an den originalen Motorhalter. Jetzt stand er schon ein bisschen länger draußen. Die waren jetzt auch nicht behandelt. Das sind ja nicht die originalen Motorhalter, sondern die sind noch versetzbar, sodass wir die Antriebswellen nachher passend dazu anfertigen können. Deswegen, also die werden nachher aus Massiv gebaut und nicht Dartmouth verschraubt. Also genau, das ist nur für unsere Anpassung notwendig. Und generell ist das aber auch ein Entwicklungsfahrzeug. Also es kann durchaus mal sein, dass hier auch ein Tesla-Motor dann auf Dauer draufkommt. Reinkommt, aber wir fangen jetzt an mit dem Nissan Leaf. Das Schöne hierbei ist, dass wir auch die Möglichkeit haben, die neueste Nissan Leaf Generation 3 zu benutzen. Der Motor ist da genau der gleiche, also das heißt, die Aufhängung bleibt genau gleich. Da ist ein bisschen anderer Inverter drauf, der neuer ist. Und dann haben wir anstatt der 80 kW bis zu 160 kW, beziehungsweise anstatt 254 Newtonmeter haben wir dann bis zu 330 Newtonmeter. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Mist erzählt, aber ich glaube, das sind die richtigen Worte. Der passt dann auch hier rein. So kann im Prinzip der Kunde dann entscheiden, welche Leistungsklasse ist für mich entscheidend, was möchte ich haben. Die nächste Stufe wäre dann, wie gesagt, ein Tesla-Motor. Der sollte hier platzmäßig auch reinpassen. Das sollte kein Thema sein. Wie viel Power hat der dann? Tesla-Motor, ich würde jetzt eine kleine Front-Drive-Unit nehmen, wie wir auch in dem Mini unter reinbauen. Dann haben wir 220 kW und 330 Newtonmeter. Also das sollte dann auch schon für ordentlich Fahrleistung sorgen. Man darf aber nicht vergessen, man hat ja echt ein großes Auto mit einer großen, schlechten CW-Wert. Man hat ja echt hohe Verbräuche und ob das dann das Richtige ist, muss halt jeder für sich selbst entscheiden und ob man damit sehr schnell fahren möchte. Das möchte ich jetzt irgendwie schlecht reden, aber das ist einfach so, wie die Physik halt ist. Da kann man halt nicht viel dran ändern. Gut, dann würde ich sagen, ich habe ja gerade schon mal erzählt, dass wir mit den Antriebswellen, wie wir das machen, lösen wollen. Das zeige ich euch nochmal auf dem Tisch. Wir haben hier auf der einen Seite einmal die Auto-CV-Joints vom T5, das Original T5, die haben wir demontiert. Und dann haben wir die andere Seite Nissan Leaf, auch mit den Hypoiden, die liegen hier. Die packe ich jetzt aber mal nicht an, damit ich nicht alles dreckig habe. Natürlich, das sind unterschiedliche Verzahnungen. Einmal die Verzahnung vom T5, vom VW und einmal von Nissan. Das muss natürlich miteinander verbunden werden, dass es passt. Also haben wir die Original-Antriebswellen genommen. Das ist beispielsweise die vom T5. Das sieht man, weil die ein bisschen rostiger ist. Und das ist dann so ein Teil vom Nissan. Und die werden jetzt sozusagen miteinander verbunden. Und dann wird das Mittelteil aber von uns neu gefertigt. Ich kann euch das mal einmal zeigen, wie sowas fertig aussieht. Also wir bestimmen dann die Länge, ne? Die werden jetzt einmal eingebaut, wenn der Motor fest ist. Und dann werden die neu produziert. Hier sieht man dann einmal, das ist zum Beispiel die Antriebswelle für den Porsche Boxster. Das ist einmal die Seite Tesla, hätte ich jetzt gesagt. Und die andere Seite sind dann die Originalen vom Porsche. Und so werden die Antriebswellen dann gefertigt. So hat man das im Prinzip, wie wenn man ein Auto kaufen würde, hat man das dann, die perfekte Verbindung zwischen dem Nissan-Getriebe und dem VW-Teil. Genau. Und wie bei allen Teilen könnt ihr die natürlich auch bei uns bekommen. Entweder schreibt ihr uns eine Mail, steht unten. Oder wenn der Online-Shop schon online ist, könnt ihr auch da nur Sachen kaufen. Generell kommen jetzt natürlich noch mehr Videos vom T5. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann abonniert doch den Kanal. Lasst ein Like da noch, wenn es euch das Video gefallen hat. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen.